Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Mein lieber Skorpion, ein ganz spannendes Thema oder ganz spannende Themen haben wir hier für dich. Ich würde sagen, wir starten hier direkt in der Ausgangssituation. Da nehme ich eine aufdringliche Person wahr oder jemand, der sich einmischt, vielleicht auch ein bisschen übergriffig ist, ja. Hängt jetzt von deiner Situation ab und ich sehe hier schon auch das Thema Kränkung. Oder sich nicht ernst genommen fühlen von dieser Person. Also irgendeine Person nehme ich hier wahr und die ist sehr präsent. Achtung, das heißt jetzt natürlich nicht, dass diese Person ein bösartiger Mensch sein muss. Ja, also davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Denn sehr oft zeigen sich hier einfach auch Themen im zwischenmenschlichen Bereich, die sich über einen längeren Zeitraum einfach ja, herausformen können, wo es darum geht, eben genau hier anzusetzen und das aufzulösen. Ja, also das ist nur wichtig, das auch zu beachten. Natürlich kann das auch eine Person sein, die jetzt nicht die besten Absichten in deine Richtung hat, aber davon gehen wir jetzt mal prinzipiell nicht aus. Auf deiner Ebene sehe ich auch, ja, also das Gefühl hier irgendwie auch unterdrückt zu werden. Also diese Person ist einfach sehr präsent. Das Universum sagt hier aber schon auch, also das ist auch spannend, wenn ich mir das jetzt so ansehe, es geht hier jetzt auch nicht darum, Hals über Kopf zu handeln. Das bedeutet ja, irgendetwas soll hier nämlich noch geschehen. Also ich bekomme hier schon auch den Hinweis, noch ein paar Nächte darüber schlafen, ja, oder sich über etwas klar zu werden. Und natürlich geht es hier dann auch darum, dass sich diese Situation verändern soll, mein lieber Skorpion. Also das habe ich hier für dich. Das heißt jetzt auch nicht, dass man das hier ewig aufschieben soll, sondern ich sehe hier einfach irgendetwas soll hier noch geschehen und es hat mit deinen Träumen zu tun. Ja, also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es wirklich einfach das Thema ist, die ein oder andere Nacht darüber zu schlafen und hier vielleicht einfach die Gefahr bestehen könnte, aus der Emotion heraus zu reagieren, was dann natürlich in weiterer Folge eben dazu führen kann, dass die Situation dann vielleicht komplizierter ist, als sie sein müsste. Ich sehe hier einfach, da kommt noch etwas auf dich zu und es geht ganz allgemein darum, was diese zwischenmenschliche Verbindung hier betrifft, da soll etwas verschwinden, aufgelöst werden, einfacher werden. Gehen wir jetzt noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und da sehe ich auch, etwas soll hier beschützt werden, bewahrt werden. Das kann jetzt ein weiteres Thema sein, aber es kann durchaus auch hier mit diesem großen Thema zusammenhängen. Für einige geht es ja um das Thema Finanzen. Das sage ich nur dazu, weil diese Karte eben auch mit den Finanzen zu tun hat. Es kann aber einfach auch, ja, so ganz generell, ja, um deinen Seelenfrieden gehen, ja, einfach auch, oder um deine Zeit oder deine Kapazitäten, weil es geht bei dieser Karte schon auch darum, ja, sich vor fremden Zugriffen zu schützen, ja, also dass hier, oder eine Energie, eine negative Fremdenergie, die hier auf einen zukommt, abzuwehren, ja, also das sind hier so die allgemeinen Themen, die ich hier wahrnehme und das ist ja auch etwas, das hier zunimmt. Also das kann ich hier auch herauslesen, mein lieber Skorpion. Es geht hier darum, dass hier etwas abgesichert wird bzw. werden soll.
Wir schauen jetzt in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist aktuell herausfordernd? Was ist blockiert bzw. was blockiert hier dein Vorankommen? Auf deiner Ebene sehe ich hier das Thema Reue und bei manchen auch irgendwie das Thema schlechtes Gewissen. Und das sehe ich hier in Verbindung mit dieser Person. Es kann aber auch irgendetwas anderes sein. Da es hier auf deiner Ebene liegt, ist das etwas, das im Bewusstsein ist. Also irgendetwas, über das du hier auch nachdenkst. Ja, das können auch limitierende Glaubenssätze sein. Das sehe ich hier auch für manche. Aber im Großen und Ganzen hat das hier mit dem Thema, ich bereue etwas zu tun oder ich habe hier ein schlechtes Gewissen. Das kann schon auch sein, ja, dass diese Person sich hier irgendwie so verhält, dass sich hier das schlechte Gewissen zeigt. Ja, das kann auch unterschwellig oder unabsichtlich geschehen. Aber genau diese Blockade, die soll aufgelöst werden. Ja, also das sehe ich auch, da zeigt sich auch dann etwas ganz, ganz Spannendes, aber dazu dann gleich in den Lösungsimpulsen. Schauen wir jetzt gleich mal weiter. Auch hier das Thema Lösung, Ausweg. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, mein lieber Skorpion, dass sich das zeigen soll. Und prinzipiell geht es hier für dich auch darum, diese Verstrickung, die sich hier zeigt im Zwischenmenschlichen, ja, die führt einfach dazu, dass du hier jetzt gerade nicht so gut von der Stelle kommst. Das sehe ich einfach auch, da geht es schon auch um andere Themen, die hier gerade stillstehen oder sich sehr schleppend entwickeln. Für manche geht es ja auch darum, sich von dieser Person zu lösen. Ja, das ist aber etwas, wenn dem so ist, dann ist dir das bereits bewusst, mein lieber Skorpion. Ich sehe hier aber einfach für die meisten eine Person aus dem eigenen Umfeld, wo sich hier einfach ja ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht zeigt, wo es darum geht, dass dieses Gleichgewicht hier wieder hergestellt werden soll. Aber bei manchen eben tatsächlich auch, man möchte sich von dieser Person distanzieren oder vielleicht eben auch tatsächlich loslösen. Und es geht darum, du wünschst dich ja auch, dass es einfacher wird, also so ganz generell. Und da zeigt mir das Universum auch, also es gibt diesen Ausweg und da bekommen wir dann auch einen sehr, sehr spannenden Lösungsimpuls. Jetzt gehen wir aber noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder aber einer bestimmten Person zu tun hat. Und da sehe ich jetzt eben auch wieder das Thema Träume. Also offenbar sollst du hier demnächst einen Traum haben mit dem entsprechenden Inhalt, der dir hier weiterhelfen soll in dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit. Vielleicht träumst du auch hier irgendeine Sequenz, die sich mit dieser Person zeigt. Ja, und da sehe ich einfach, da geht's um etwas Überraschendes im positiven Sinne. Vielleicht kannst du deine Perspektive verändern oder dergleichen, oder etwas wird dir plötzlich bewusst, was dir hier bei der Lösung helfen soll. Das sehe ich jetzt eher temporär, oder vielleicht hast du diesen Traum auch schon gehabt. Für alle, die jetzt sagen, ich kann mich an meine Träume nicht erinnern, auch darauf gehe ich ein, wobei ich trotzdem das Gefühl habe, dass du dich an deinen Traum oder dass du dich an einen bestimmten Traum erinnern wirst. Wenn du dich gar nicht an deine Träume erinnern kannst, dann geht es hier mehr um die Gedanken, ja, die Tagträume, die sich tagsüber zeigen. Ja, also wohin driften die Gedanken ab? Du kannst hier dann natürlich auch deine Gedanken ein bisschen unter Beobachtung halten, denn vielleicht kristallisiert sich dann ein bestimmtes Thema heraus und kannst hier über den Tag hinweg vielleicht 2, 3 Erinnerungen setzen und dann stichwortartig notieren, an welche Themen hast du in den letzten Stunden gedacht. Und da kann es dann auch sein, dass sich hier ja über das Bewusstsein oder dass dir hier etwas bewusst wird, was hier in dir arbeitet, was hier auch zu dieser Überraschung führt. Aber für die meisten ist das tatsächlich ein sehr wichtiger Traum, der sich nachts zeigen soll. Und da habe ich eben das Gefühl, das kommt hier auf die meisten zu. Und
Wenn dieser Traum bereits stattgefunden hat, ja, dann kannst du dich an diesen Traum erinnern, ja, oder eben an etwas ganz Bestimmtes. Das ist nicht verschwunden. Das kann dir hier dann eben auch aufzeigen, was du hier in dieser Situation unternehmen kannst. Weil ich nehme hier schon auch noch ein bisschen ein Hin und Her wahr, eine gewisse Unschlüssigkeit, was man hier machen kann. Soll oder kann oder wo das Ganze sich hin entwickeln soll. Also da sehe ich einfach noch das Thema Unsicherheit und in Verbindung mit diesem Traum soll das Ganze aber für dich ganz klar werden. Und jetzt schauen wir in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Da möchte ich jetzt auf deiner Ebene starten und da geht es jetzt um die Themen, ja, Reue, schlechtes Gewissen, etwas bedauern. Also ich weiß jetzt nicht, was das ist bei dir konkret oder was sich hier zeigt, ja, wie du es auflösen kannst, das zeigt das Universum hier. Es geht um das Thema Wahrheit. Und es gibt hier offenbar verschiedene Lösungsansätze. Auch hier habe ich einen Hinweis, dass dir hier vielleicht bestimmte Zeichen gesendet werden oder es geht hier um diesen Traum. Also mehrere Wege führen ans Ziel. Das soll dir hier auch bewusst werden. Du hast hier Möglichkeiten und es geht um die Wahrheit. Und das steht hier in Verbindung mit dem Thema Kommunikation. Und da kann es eben sein, dass du hier vielleicht auch eine Unwahrheit aufdeckst oder dass du hier etwas erkennst in einer laufenden Kommunikation, also vielleicht eben auch etwas, das schriftlich stattgefunden hat, dass man hier etwas nachlesen kann und das soll dich zu einer Wahrheit bringen. Das kann hier aber natürlich auch ein Gespräch sein, ja, also dass man sich hier vielleicht auch real trifft oder eben miteinander telefoniert oder dergleichen. Hier sehe ich das Thema Wahrheit oder vielleicht auch eine Wahrheit annehmen oder ehrlich zu dieser Person sein. Das kann es natürlich auch sein. Ich sehe hier aber tatsächlich einfach für eine größere Gruppe, dass man hier irgendetwas nachlesen kann, ja, oder irgendetwas, sich hier etwas zeigen soll. Also Thema Wahrheit ganz wichtig für diese Lösung. Also das Universum zeigt mir hier ganz konkret, mein lieber Skorpion, es gibt eine Lösung für dein Thema oder deine Themen. Ja, und es gibt sogar verschiedene Lösungsansätze oder vielleicht geht es auch um eine unterschiedliche Reihenfolge. Schauen wir mal weiter. Hier geht es jetzt auch um dieses Thema. Also das Thema mit dem Lösung, Ausweg, das nehme ich hier einfach ganz allgemein wahr. Und das Thema mit der Reue, ja, also das steht hier in Verbindung mit der Wahrheit und das soll sich hier eben auflösen, weil du hier irgendetwas erkennen sollst. Jetzt aber zu diesem Lösungsimpuls. Das Universum gibt mir hier einen Zeitfaktor, also Zeit spielt hier in irgendeiner Form eine Rolle. Und dann sehe ich hier eine Absage. Und das sehe ich hier in Verbindung mit dir und zwar nämlich vornehmlich eher so, dass du hier etwas absagst. Ja, ich meine, bitte mach das jetzt nicht aufgrund dieser Legung, überprüf das wirklich genau für dich. Da sehe ich einfach, da geht es um irgendetwas, was hier zu viel ist. Und ein anderes Ziel, ja, das noch ein bisschen Zeit benötigt, das rückt hier in den Hintergrund oder das verschiebt sich hier, das verzögert sich hier. Und da sehe ich einfach etwas, ein ganz klares Thema, das hängt zusammen mit einem Zeitfaktor und das ist eigentlich auch etwas, das du nicht wirklich möchtest, ja, also so wird mir das hier gezeigt. Und es ist wichtig, dass du auf deine Kapazitäten Acht gibst, auch eben dein Zeitmanagement. Also schau dir das mal genau an, weil das Universum zeigt mir hier irgendeine Sache, sollte hier abgesagt werden. Also überprüf das bitte auch, ja. Und das sehe ich hier irgendwie in Verbindung mit dieser Person, die sich hier zu Beginn der Legung zeigt. Der Zeitfaktor spielt eine entscheidende Rolle bei der Sache, die abgesagt werden soll. Ja, ich meine, ob du das machst oder nicht, ist wie immer deine Entscheidung. Ja, also das kann auch sein, dass dir das in den nächsten wenigen Stunden bis Tagen bewusst wird, was du hier loslassen kannst. Ja, also oder wo du hier eine Grenze ziehen darfst. Also das kann auch das Thema Grenze setzen sein, um das es hier geht.
Schauen wir mal weiter auf die zwischenmenschliche Ebene. Und da sagt das Universum, hier geht's für dich jetzt aktuell ganz, ganz klar um das Thema Gleichgewicht. Ja, also eine Stabilität soll sich hier im Umfeld zeigen. Also entweder in Hinblick auf eine bestimmte zwischenmenschliche Verbindung oder ganz allgemein. Und da wollte ich einfach auch noch einen Zusatzimpuls für dich einholen, und da zeigt mir das Universum, es geht hier um eine Veränderung. Ja, und zwar eine anhaltende Veränderung, also wo man hier wirklich auch etwas erkennt, etwas beendet, ja, also tendenziell innerhalb einer Verbindung, dass hier bestimmte Themen geklärt werden, beendet werden, was dann natürlich auch den Anfang freigibt, ja, also dass man sich hier von dem ein oder anderen Thema loslöst innerhalb von zwischenmenschlichen Verbindungen. Also es geht hier um eine Aktualisierung einer bestimmten Verbindung oder ganz allgemein im Umfeld, ja, also dass du hier auch darüber nachdenkst, was passt hier einfach nicht mehr, was soll sich hier verändern. Und da kannst du dich eben auch auf dieses Gespräch oder Gespräche vorbereiten, ja, dass man sich hier wirklich gemeinsam berät. Aber um ein Gleichgewicht zu wahren, ist hier eine anhaltende Veränderung notwendig. Das zeigt mir hier das Universum. Ja, und wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und da sehe ich die jetzige Situation, ja, ich meine, es kann auch sein, dass hier noch irgendeine Aussage fällt, die das fast zum Überlaufen bringt, aber ich sehe hier ganz allgemein die Ausgangssituation. Da wird dir etwas ganz bewusst werden, ja, im Hinblick auf diese Person. Und da geht es einfach um eine Kränkung, die hier stattgefunden hat, oder eben bestimmte Aussagen oder vielleicht auch eine Einschränkung, die sich hier gezeigt hat, wo du hier etwas ganz klar erkennst. Weil hier haben wir auch schon den Anfang liegen und einfach auch den Point of No Return, also einfach auch das Bewusstwerden. Es soll sich hier etwas dauerhaft verändern. Also das Thema, das sich hier auch schon in den Lösungsimpulsen gezeigt hat, ja, das zeigt sich hier schon auch in der Umsetzung oder umgesetzt in der Tendenz. Also ist es hier sehr, sehr wahrscheinlich, dass du das für dich ganz klar erkennen wirst. Was braucht es für eine gewisse Stabilität? Und da sehe ich einfach auch, ja, da kommt Bewegung rein, da zeigt sich auch frischer Wind. Also entweder eben ein Neustart in dieser Verbindung oder du bewegst dich hier von jemandem weg, ja. Und bevor du hier eine Verbindung beendest, ja, wie immer mein Hinweis, das ist ein Schritt, den sollte man sich immer sehr, sehr gut überlegen, ja. Also das sollte jetzt nicht aufgrund dieser Kartenlegung erfolgen, sondern wirklich bewusst sein, was das eben auch bedeutet. Und wie gesagt, für die meisten ist es schon so, dass es hier darum geht, etwas zu klären und dass sich ja dauerhaft in dieser Verbindung etwas verändern soll. Und wir haben hier ja auch noch diese Überraschung in den Blockaden. Also das ist etwas, das sich hier demnächst bei dir zeigen soll, was hier eben auch dazu führt, dass sich hier dieser Anfang zeigt. Und beziehungsweise habe ich das Gefühl, dieser Anfang ist bereits da, weil das ist hier der Startpunkt, mein lieber Skorpion. Schauen wir mal weiter. Was ich hier sehe, ist das Thema in der Außenschau. Also etwas kann hier bewahrt werden, etwas kann hier beschützt werden. Und deshalb habe ich hier einfach auch das Gefühl, irgendetwas wirst du absagen oder du wirst zu etwas Nein sagen. Das habe ich nämlich vorhin auch noch nicht gesagt. Und vielleicht ist das hier eine Person, für die du sonst immer da bist, aber wo sich jetzt irgendetwas zeigt, das macht dich hier unrund, ja. Und wo es hier vielleicht eben einfach ganz klar darum geht, Nein zu sagen, weil hier geht es um ein anderes Ziel, das du verfolgst. Das braucht auch noch, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Aber das soll hier, das soll eine Priorität oder eine höhere Priorität zugeordnet bekommen als diese andere Sache. Ja, also wie gesagt, also das, wo ich hier dieses Nein deinerseits wahrnehme. Und das ist ja auch eine wichtige Sicherheitsvorkehrung, die dann getroffen werden kann, damit dieses Ziel irgendwie beschützt ist. Ja, und da sehe ich einfach für viele, dass es hier eben auch um etwas Finanzielles geht.
Gehen wir noch auf deine Ebene, mein lieber Skorpion. Da sehe ich die Klarheit, also das Thema mit der Wahrheit, das dürfte hier auch sehr offensichtlich sein. Ja, also etwas kommt hier in die Klarheit. Du hast klare Sicht. Da geht es eben auch um diese Lösung, was bedeutet, entweder geht es darum, dass man hier wirklich ehrlich zueinander ist, dass du hier irgendetwas aussprichst, das dich schon länger beschäftigt oder dergleichen, oder dass du hier eben, das vermute ich, irgendeine Wahrheit erkennst und du diese Informationen bereits hast, ja, also, oder dass du hier vielleicht eben eine Unwahrheit erkennst, die dich zur Wahrheit führt oder dergleichen. Das, was ich hier in der Tendenz sehe, ist einfach ganz klar, dass du hier einen Einblick bekommst und dass du für dich dann auch die Sicherheit hast und weißt, wie es hier weitergehen soll. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Skorpion. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.